Wahlkampf 2011, die SVP-Webseite. Mein Name ist Philipp Sauber, ich moderiere Marketing und Sie schauen websitemarketing.ch. Wie schon vor 4 Jahren habe ich die Wahlkampfseiten der verschiedenen Parteien untersucht, mache ich auch heute. Das sind meine Kriterien. Wichtiger Punkt, separate Wahlkampfseite. Die drei Landessprachen sollten vertreten sein. Aktualität, Interaktionsmöglichkeiten, dann ganz wichtig, Kandidaten und die Themen. Ist die Seite SEO-tauglich? Hat man Social Media eingebunden? Ist vielleicht sogar Videomaterial drauf? Und wie schaut es mit der Navigation aus? Heute zuerst die SVP-Wahlkampfseite, die wir uns anschauen. Wenn ich auf die Seite draufkomme, erscheint zuerst mal so ein Pop-up. Die mag ich grundsätzlich nicht unbedingt. Der Toni hat auch noch was dazu gesprochen. Das hören wir allerdings hier nicht. Was ich okay finde, ist, dass man hier eine gratis Helpline hat und sogar über Skype mit der SVP in Verbindung treten kann. Dann, was wir sehen hier, es ist eine eigene Seite. Sie haben svp-wahlkampfwahlen.ch gewählt. Dann die Sprachen, die habe ich hier auch. Die drei Landessprachen sind vertreten. Picobello, Aktualität, da muss ich jetzt suchen, ob ich da was finde. Aktuelles ist drin, ist okay. Dann Interaktionsmöglichkeiten. Das ist schwieriger, sehe ich hier nicht gerade auf den ersten Blick. Erst hier unten Kommentare, wenn ich hier drauf gehe, hier Kommentar schreiben, wenn ich dann drauf klicke. Ich kann hier einen Kommentar schreiben, sehe aber im ersten Moment nicht, um was es geht. Blog-Kommentar schreiben, ich müsste irgendeinen Post haben, bevor ich überhaupt das kommentieren könnte. Fehlt ein bisschen. Dann die Kandidaten, das ist hier perfekt gelöst. Die sind hier alle schön vertreten mit Bild zum Profil. Das geht dann immer in den Pop-up auf oder hier oben kann ich dann noch sagen, in welchem Kanton ich die haben will und dann werden die mir schön eingeschossen. Themen, die sind auch klar, sie heißen nicht mehr Themen in dem Jahr, sondern Positionen und dann Themen komme ich bei der SVP auf drauf. SEO-technisch angeschaut, den Titel, der ist okay. Aber was dann ganz schlecht ist, jedes Mal, wenn ich so ein Fenster aufmache, hier bleibt, das sehen Sie hier, der URL stehen. Das ist ganz schwach gelöst, denn das kann natürlich die Suchmaschine erstens mal nicht interpretieren. Das heißt, was hier drin steht, wird zur größten Wahrscheinlichkeit nicht indexiert. A und B, was ist jetzt, wenn ich den Herrn da hier gerne, Salzmann gerne würde weiterschicken an einen Freund von mir, URL rauskopieren geht nicht, weil immer derselbe drin ist, schlecht gelöst. Dann Social Media Integration. Wir haben hier den Gefällt mir Button. Ich hätte gerne noch den Link auf die Seite drauf. 405, nicht gerade viel, für das die SVP die größte Anhängerschaft in der Schweiz hat. Wenn ich hier auf den RSS-Feed klicke, dann wird es ganz übel. Was mache ich hier? Da kommt ein Haufen Text. Da kann ein Laie und ich würde jetzt mal sagen, 99% der Menschen haben noch nie einen RSS-Feed abonniert, wissen hier wahrscheinlich nicht, was zu tun ist. Der letzte Klick noch auf Twitter, geht ein separates Fenster auf, das ist gut gelöst. Ich komme hier auf den Twitter-Account und zwar von den SVP-Wahlen. Hätte ich nicht so gemacht, denn hier habe ich gerade mal 69 Followers. Und liebe SVP, wenn ihr wollt, dass auf Twitter was läuft, dann müsst ihr auch Leute folgen. Das ist ein Dialog-Ding. Social Media, da geht es um Dialoge und wenn ich niemandem folge, dann heißt das so viel, wie ich will eigentlich nicht wissen, was ihr erzählt, sondern es geht mir nur darum, dass ihr hört, was ich zu erzählen habe. Also das sicherlich schlecht gelöst hier. Dann vielleicht noch zurück und den letzten Punkt, Video. Zwischendurch kommt der Toni, wenn ich da auf was draufklicke. Der sagt dann auch was, der spricht das, was da in der Sprechblase drinsteht. Das finde ich ganz okay gelöst. Das macht es ein bisschen emotionaler, ein bisschen menschlicher. Und vielleicht noch zu guter Letzt die Navigation. Die ist mir ein bisschen zu stark auf dem ganzen Screen verteilt. Ich habe hier Navigation, ich kann hier was anklicken. Es geht hier unten wieder weiter und dann habe ich hier noch die ganzen netten Icons. I steht wahrscheinlich für Infos, bei den anderen hätte ich schon Mühe haben, rauszufinden, um was es geht. Also die Navigation sicher ein bisschen zu stark verteilt. Grundsätzlich aber finde ich den Auftritt wieder mal etwas Spezielles. Die SVP hat sich was überlegt dabei, sie haben es nicht gemacht wie alle anderen. Sie haben die Emotionen, Komponenten drin, wie mit dem Toni Brunner. Zwischendurch kommt dann auch der Zodl. Das finde ich gut gelöst. Ich würde der SVP für diese Seite eine Note 5 geben. Würde mich natürlich wie immer interessieren, was ihr dazu sagt. Kommentare wie immer hier unten. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREM AG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.